Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Jo, Kühe. Wir sind gleich da bei Erblindete Augen. Bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich um einen Blinden geht. Aber mal sehen. Wow. Na, hab mich geirrt. Hast du Zeit für einen armen alten Säufer? Hab mich geirrt. Hilft mir denn keiner? Was soll der Wahnsinn, alter Mann? Deine Augen wurden verletzt. Ja, ein Manticore hat sie verschlungen. Was, eine mythische Kreatur? Mit dem Gesicht einer Frau und dem Körper eines Löwen. Das ist ein grimmiger Löwe. Schnell, bevor er zurückkommt, bring mich zu meinem Freund Terraminus in die Klinik. Er weiß, was zu tun ist. Wahnsinn ist ein Bettgenosse. Aber ich kann dich hier nicht den Bestien überlassen. Ich war doch nur Beeren pflücken. Hier gibt es sehr viele wilde Tiere. Hast du keinen Bogen? Einen Bogen gegen einen Manticore? Mein Bogen hat tausende Bestien getötet. Oh, bist du der Greif? Zauberst du mich weg? Ganz ruhig, Galenus. Ich bin es, Bayek, dein Retter. Sind wir in der Nähe? In der Nähe? Leopard, Schlangen. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Guckt euch das mal an. Da muss ich mal zurück. Leopard. Schlangen. Ziegen. Sind wir in der Nähe? In der Nähe der Klinik? Das hoffe ich. Jetzt habe ich Giftpfeile. Das hoffe ich. Pfeile. Hat sich Giftpfeile. Na egal, wenn die. Spätestens wenn die Dingens. Die Quest wieder dran ist. Verliere ich den Leoparden eh wieder. Dominik. Bist du der Heiler Terraminus? Ja, ja. Ist das Galenus? Bei den Göttern, was ist mit ihm geschehen? Ich fand ihn an der Straße. Der Manticore hat seine Augen genommen. Zusammen mit seinem Verstand. Ich habe Honig und Euphrasia, aber der Tempel hat meine exotischeren Vorräte entwendet. Da ich ja eh schon hier bin, was brauchst du? Du hilfst? Wunder über Wunder. Ich gebe dir eine Liste. Naja, so ganz helfen. Horn eine Steinbox. Ja, super. Ich denke, ich muss jagen gehen. Wow. Du kannst mir ja helfen. Schlangen, Schlangen, Schlangen. Da. Mach ich aber mit dem Pferd. Wow. Obwohl, ich kann auf dem Pferd ja jagen. Ja. Oh. Ja. Mal sehen, was Terraminus damit anstellt.
Ah, Schlange. Oh. Her. Her. Wow. Wow. Wusste gar nicht, dass sie zusammen... Oh, ich habe noch eine gefunden. Sehr schwer zu sehen. Ha. Wow. Ah, du stehst da gerade. Normalerweise hätte ich ja nichts gemacht, aber du standst da gerade so... Wow. Oh. Miststück. Ich wusste echt nicht, dass sie zusammenliegen, Schlangen. Oh. Her. Her. Wow. Her. Oh. Fällt aber schnell hier durch. Das ist ja richtig schlimm hier. Oh. Ha! Kann man so eine Kuh eigentlich auch erschießen? Wow. Ha! Wie geht es ihm? Der Plappernde nach. Wir werden nichts Sinnvolles von ihm hören, bis ich seine Schmerzen lindern kann. Ein Silphium-Extrakt wird helfen. Das römische Kraut? Silphium ist unser Kraut. Und wegen der Römer ist es fast ausgestorben. Sie verarbeiten es in dem Lager nördlich von hier. Das vermutlich schwer bewacht wird. Sollte kein Problem sein für jemanden, der so erfinderisch ist wie du. Gib mir die Aufgabe doch direkt, du Arsch. Wow. Her! Da muss ich nicht nochmal los. Ägypten verstößt weiterhin gegen die Bedingungen der Freundschaft. Ich komme auf jeden Fall auf den neuen Herausforderer. So. Wow. Ich entschuldige mich aufrichtig, Thanasis. Schweig! Ich denke nach. Elender Wurm. Womit hat dieser Mann eine solche Behandlung verdient? Er floh wie ein stinkender Feigling und ließ es zu, dass meine Gladiatoren gefangen wurden. Gladiatoren? Können die sich nicht selbst verteidigen? Sie haben geschlafen. Egidio hier sollte Wache stehen. Zwei meiner besten Gladiatoren, Kosei und Vamukota. Wir waren auf dem Weg zur Arena und gerieten in einen Hinterhalt. Ich konnte entkommen. Erbärmlicher Feigling! Ich hole dir deine Gladiatoren zurück. Aber lass diesen armen Mann in Ruhe. Wenn du meine Männer findest, bring sie direkt zur Arena von Kyrene. Ja, klar. Und sonst noch irgendwelche bei einer Holzbrücke auf dem Weg nach Kyrene. Wünsche. Vielleicht gewinnen wir die Meisterschaft ja doch noch. Er hat auch Wünsche, ey. Da, hier ist erstmal das Lager. Reiten wir hier schon mal rum. Wie der Zufall will, ist es natürlich hier jetzt ein Loch. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich flüchte mal eben weiter. Weil die haben mich nämlich schon gesehen. Achso, er kommt genau dahin, wo ich jetzt mich verstecke, oder? Nee, nee. Doch, tut er. Oh, Katze, verrat mich nicht. Nun, dies Baruit. Ich hab dich ja auch gern, aber du verrätst mich. Gott sei Dank war das knapp.
Und die Katze, ey, versteckt sich mit mir hier drinnen. Sandy! Mora! Psst. Ruhig sein. Ich bringe Theramenes das Wundermittel zurück. So. Genau, jetzt bringen wir dem das Ding ans wieder. Ich glaube, ich reite lieber hier so lang. Weiter hier und hier und hier. Und jetzt wird's holprig. Das Pferd, ne, kommt überall durch, ey. Na, ich hab das Gefühl, ich werde von der Katze verfolgt. Ja, aus dem Weg. Oh. Du bist ein Wunder. Ich werde unseren Freund wieder zu Verstand bringen. Nicht, dass er vorher viel davon hatte. Falls ich auf einen Manticore stoße, der die Wälder Balagrais heimsucht, bringe ich dir seinen Kopf. Das könnte ich wirklich sehr gut gebrauchen, mein Junge. Man sagt, sein giftiger Stich würde einen Menschen sofort lähmen. Dafür habe ich sicher Verwendung. Rein medizinisch betrachtet natürlich. 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 Mach's gut, Theramenes. Die Katze verfolgt mich tatsächlich. Und hüte dich vor Manticoren. Ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich einbilde, aber kann es sein, dass Bayek von Katzen verfolgt wird oder dementsprechend oder Katzen ihn mögen? Oh, ihr seid beide total hübsch. Ich weiß, ich glaube, ich würde sie beide nehmen. Ich weiß gar nicht, welche hübscher ist. Guckt euch das jetzt mal an. Seht ihr das? Das ist nicht normal. Und jetzt? Und schon wieder sind sie hier. Schade, dass man die nicht streicheln kann, wenn sie schon neben einem sitzen. Finde ich ein bisschen doof. So, was haben wir noch? Achso, da ist ja. Schatten von Apollon. Ja. Ich würde gerne annehmen. Schon mal. Ja, wie komme ich denn hier? Muss ja durchreiten hier so. Tick, tock, 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 tock. Oh Gott. Ich glaube, das muss ich mal machen, wenn ich nicht aufnehme, dass ich sie mal alle hier aufdecke, die ganzen Sachen hier. Und dann, ja, gucken, wie viel ich da noch so hab. Idiotin! Oran Bulimidi! Also ich würde sie jetzt auf jeden Fall annehmen, die Quest. Die Simvalesti! Bedes, Lex und. Das sind aber viele Katzen. Und ich muss mich unbedingt daran erinnern, dass ich irgendwas reparieren muss. Ich weiß nicht, ob meine Rüstung oder meine Waffen. Okay, es ist irgendwas hier drin. Auf wen schießen die? Machen die sich gerade gegenseitig platt? Oder was passiert da gerade? Wow. Also solange die abgelenkt sind. Irgendwas hier unten. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Na gut, aber ich will wissen, was das da ist. Wow. Wie er schreit. Okay.
Okay, lass mich überlegen. Unten, ganz unten ist etwas. War beim Pinkeln vergiftet worden. Und jetzt rufe ich in aller Ruhe Senno. Denn die soll mir mal ein bisschen markieren. Der Boss ist da drinne. Aber das war's. Es scheinen nicht viele zu sein. Jawohl. Scheiße. So. Oh, der hat... Ich glaube, der hat die Leiche von dem einen Kumpel gefunden. Vergifte das Ding mal eben. Jetzt muss ich ganz nach unten? Ah ja. Ich werde das Schwarze Land nicht verraten. Despoten. Na, hast du deine Leiche weggekarrt? Schon tot. Ich werde das Schwarze Land nicht verraten. Despoten. Ach, er war das. Ich bin ein Ägypter, wie du, Magi. Für die Sicherheit Ägyptens müssen wir fliehen, bitte. Eskortieren? Oh je. Eine Affenseele. Folge mir, ja, ey. Bitte folge mir. Bei den Göttern. Bist du betrunken? Psst. Bin ich nicht. Sei ruhig. Ich bin konzentriert. Jetzt müssen wir warten. Eine Affenseele. Was stimmt nicht mit dir? Kommt er denn auch so darunter jetzt? Nein. Doch, ist er. Komm hier lang, schnell.
Nein, was tust du? Tut die sanguinen Damme zu! Wo ist er? Geh aus, verdammt! Nein, aus, aus! Scheiße! Ne, ich wollte gerade sagen, ich habe mein Pferd angesteckt, aber. Oh. Wohin? Ach so. Hallo, hallo, hallo. Ey, ich sollte mit dir reden. Wow. Toll. Elende Missgeburt, was soll das werden? Wer schickt dich? Apollodoros? Ich hätte Ägypten nicht verraten. Du dienst Apollodoros? Ich bin Teil seiner göttlichen Manipulation der Fäden. Eine Viper im hohen Gras der Kyrenaika. Wir sind aufgeflogen. Ich weiß nicht wie oder durch wen. Aber so hat mich der Centurio gefunden. Er hat eine Liste mit Spionen. Ach, nicht viele können der Folter so standhalten wie du. Such den Römer. Und finde heraus, was er weiß. Er ist bei den Grenztürmen auf Patrouille. Für Ägypten. Für ein freies Ägypten! Was auch immer ihr meint. Ah, ja, 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 ja. Nicht weit weg, aber... Ich weiß nicht. Der Strahlen kannst du... Warum ist das denn... Ach so, das sind die, die ich noch nicht... Ja, 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 die noch zu hoch war. Ja, 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 ja. Jetzt habe ich es verstanden, okay. Pferd. Wow. Her! Dann lauf mal los, du. Ich glaube, ich werde das sowieso nicht schaffen. 38, ich bin 35 erst. Da oben. Boah. Gut, der Weg scheint. Das ist die Brücke, die Egidio erwähnt hat. Die Banditen können nicht weit sein. Ach jo. Na, guck mal, jetzt bin ich aber wenigstens schon mal an der Brücke. Mamarika. Mamarika. Was haben wir da auf in Mamarika? Gar nichts. Noch nicht. Boah, sind das hier viele Ziegen, ey. Oder Steinböcke? Sind Steinbock. Ja. Ja? Klar. Ja, ja, klar. Steinböcke. Logisch. Oh. Ich weiß, Befestigung. Der Römer. Dass sie hier sind, ist ketzerisch und imperialistisch. Wenn er meint, die sind da hinten am Arsch der Welt. Oh, wie weit die weg sind. An den Grenztürmen außen patrouilliert. Ja, muss ich doch ein bisschen, muss ich ja noch weiter reiten. Na, da kann ja was werden. Kein Wunder, dass das erst ab 40, auf Stufe 38 ist. Und spätestens jetzt werden wir entdeckt. Wir müssen eigentlich nur gucken, dass für uns so groß es geht, von diesen Leuten fernhalten, die hier patrouillieren. Dass sie uns nicht sehen.
Ich glaube, da hat uns einer gefunden. Hab ich mich erschrocken. Volles Löwenrudel. Boah. Na gut, ich könnte mir aber hier mal schon mal so eine Art Punkt setzen. Dass ich nicht nochmal von vorne hier hin muss. Das könnte ich machen. Er ist direkt da oben. Wenn ich jetzt schlau bin. Steige ich jetzt hier ab, versuche jetzt hier so hoch zu klettern. Wenn es denn so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Ich glaube nicht, dass ich das... ich glaube nicht. Oh, sorry. Okay, wir sind hier noch nicht in der Gefahrenzone. So. Der ist da oben. Wir müssen da irgendwie hin. Das ist ziemlich scheiße, was jetzt hier gerade ist. Scheiße, nee. Was tue ich das denn jetzt am besten? Den da oben kriege ich nicht kaputt. Ja, das ist hier eh so... Oh Gott. Oh, den kriege ich nicht mit dem Gift. An den komme ich auch nicht irgendwie so vorbei, ne? Scheiße. Ich muss an dem irgendwie vorbei hier. So, so, dann da so rum und oh, 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 unser Freund kommt schon. Der kommt hier gerade lang. Jawohl, ich habe ihn vergiftet. Wunderbar, der wird sterben. Nur beobachten. Weiter beobachten. Weiter beobachten. Weiter beobachten. Jetzt kippt er endlich um. Ich muss hinterher. Er soll sterben. Wie verstehe ich jetzt gar nicht. Oh. Wow, sind das hier viele. Das sind ja nicht mal wirklich viele Leoparden.
Ja, aber das mit dem Gift hat nicht ganz so viel was gebracht. Sonst wäre er doch schon längst umgekippt. Jetzt steigt er wahrscheinlich da ab, hoffentlich. Jawohl. Wow. Tut er. Ach, mein Gott. Ich muss ihn zumindest jetzt hier kriegen. Wir sind sehr aufmerksam. Mm. Ich muss das jetzt tun. Okay. Ich muss schlau vorgehen. Sonst bringt das alles hier nichts. Jawohl. Ha! Schütten wir ihm die Zunge raus. Wir wollten lieber verhungern, also zu reden. Debbie im Bordell gefangen genommen. Antion wollte nicht reden, deshalb schnitten wir ihm die Zunge raus. Setefo, er sagte, er wäre ihr Anführer, also haben wir ihn zuerst getötet. Nikmeth wollte lieber verhungern, als zu reden. Davi im Bordell gefangen genommen. Nefertani, Frau. Offenbar dürfen im Ägypten Frauen dasselbe tun wie Männer. Sie starb wie einer. Ilamesu von Brutus Severus gekreuzigt. Patmose im Meer ertränkt. Grupta in der Balagrea Garnison. Wir brechen ihn. Kati, Römerfestung gefangen, als er anhielt, um eine Katze zu streicheln. Lebt noch, hat uns alles gesagt. Es gibt noch einen Spion. Chati, an der östlichen Römerfestung. Ich sollte ihn retten. Wo ist die? Zur östlichen Römerfestung? Wo soll die sein? Ich muss erstmal hier raus. Kommt da neuer heraus? Nee, das war die gar nicht. Bayeks Geschenk der Götter? Nee, hä? Ich sollte ihn retten. Östliche Römerfestung. Ich weiß jetzt nicht, wo.
Hier, oder? Römische Zitadelle in der Knie. Keine Ahnung. Ich mache jetzt erstmal. Carpe diem. Guck erstmal, wie weit das entfernt ist. Von da. Und ach ja, nee. Hier ist ja auch irgendwo noch die Brücke. Genau, die ist ja hier in der Nähe. Da ist sie. Finde und rette die zwei Gladiatoren. Okay, das mache ich jetzt als nächstes. Aber ich muss mich jetzt erstmal verabschieden und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.